Hallo, heute zeige ich euch, wie man aus einer PET-Flasche eine schöne Blumenwasseranlage baut. Ihr braucht zuerst so einen Kegel. Die sehen meistens so aus, wenn ihr sie kauft. Ihr könnt das obere Teil abstecken. Ihr macht dann etwas... Panzerband rum, damit es besser lichtet. So. Und steckt das dann fest auf dieser Flasche. So. Ja. Steckt den Tonkegel eine halbe Stunde ins Wasser, damit er feucht wird. Macht oben in dieser Bierflasche ein kleines Loch rein. Steckt das in den Boden, füllt Wasser rein und schon habt ihr ein tolles PET-Besserungssystem. Das funktioniert bei meinen Tomaten einfach hervorragend. Ich zeige euch das mal. Wir gehen jetzt mal durch den Garten. Hier ist meine wunderschöne Banane. Dazu werde ich noch ein Video machen, wie man diese Banane einwintert. Die kann zwar bis minus 10 Grad aushalten, aber ich wintere sie eigentlich immer ein. Dazu werde ich noch ein Video machen. Jetzt zu dem Bewässerungssystem. Ihr seht, hier unten PET-Flaschen. So sieht das dann aus. Die ist leer, die muss gefüllt werden, die durchsichtige. Und hier ist noch einiges dran. Meine Tomaten sehen natürlich wundervoll aus. Die kommen, sind schon grün. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ob die Pflanzen genug Wasser haben. Das ist das erste Video von mir. Weitere werden folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.